Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich im Namen des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, der Deutschen Botschaft und des Politforums des Bundes zu diesem Anlass. Er findet im Rahmen der Reihe Das Erbe der Reformation in der Schweiz und in Deutschland statt. Die Reformation jährt sich in diesem Jahr zum 500. Mal. Sie führte im 16. Jahrhundert zu einer grundlegenden Umwälzung in Staat und Gesellschaft und hat einen großen Beitrag zu einem Europa geleistet, in dem heute Menschen mit unterschiedlichsten religiösen Weltanschauungen friedlich miteinander koexistieren. Der Weg zu konfessioneller Toleranz jedoch war holprig. Er musste durch die Erfahrung von Verfolgung und Krieg hart erkämpft werden. Heute Abend steht die Frage im Zentrum, ob die Geschichte der Reformation einen Beitrag leisten kann bei der Bewältigung von heutigen Konflikten mit religiösem Hintergrund. Der Titel des Anlasses lautet Reformation zwischen Toleranz und Krieg, Lerneffekte für den Umgang mit Religionskonflikten. Ich darf die Teilnehmenden der Diskussionsrunde ganz herzlich begrüßen. Düsen Tekal, sie ist Journalistin und kommt aus Berlin. Dann ist Reinhard Bodenmann bei uns. Er arbeitet am Institut für Schweizerische Reformationsgeschichte an der Universität Zürich. Ein weiterer Gast ist Reinhard Schulze. Er ist Professor am Institut für Islamwissenschaft und Neuere Orientalische Philologie an der Universität Bern. War das richtig so? Ja, super. Das Gespräch leiten wird Barbara Bleisch. Sie ist Philosophin und Moderatorin der Sternstunde Philosophie beim Schweizer Fernsehen. So, meine Damen und Herren, ich wünsche uns allen einen interessanten Abend und ich darf das Wort an Frau Bleisch weitergeben. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und diese wunderbare Runde hier moderieren. Ich bin selber sehr gespannt. Ich muss sagen, wenn ich mich vorbereite auf Themen, dann habe ich immer so einen kleinen Tick. Ich muss zuerst nämlich immer mal gucken, was gibt es eigentlich für Witze zu diesem Thema. Dies deswegen, weil ich einerseits gerne lache, weil ich andererseits aber auch glaube, dass Humor und Witz unglaublich viel Weisheit haben. Das, glaube ich, wussten die Juden ganz besonders gut, aber das, glaube ich, wissen wir alle ein Stück weit. Im Witz steckt ganz viel verborgen. Also habe ich gedacht, ich gucke mal, was gibt es eigentlich für Witze zu Toleranz. Und der Witz ist, ich habe keinen gefunden. Nur einen Spruch, von dem Leute offenbar denken, es lustiger heißt, Toleranz fängt mit Laktose an. Ja, mäßig lustig, denkt man. Aber ich dachte, es zeigt vielleicht was Wichtiges, dass ich keinen Witz gefunden habe. Vielleicht kommen wir heute Abend noch auf einen zu sprechen, aber ich habe keinen gefunden. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man über Toleranz keine Witze machen darf. Toleranz ist irgendwie bierernst. Toleranz markiert eine Grenze. Und zwar in zwei Richtungen. Einerseits markiert Toleranz die Grenze dessen, was wir nicht akzeptieren wollen, sondern was wir nur so knapp noch durchgehen lassen. Und es ist aber auch die Grenze gegenüber dem, was wir gänzlich ablehnen und zurückweisen. Toleranz ist eine Art, ein unvollendeter Begriff. Nach beiden Seiten ist Luft offen. Ich glaube, da gibt es ganz viel Sprengkraft in diesem Begriff und das möchte ich heute Abend diskutieren, mit Blick eben auch auf die Frage, was wir aus der Reformationsgeschichte lernen können. Und ich beginne gerne mit Ihnen, Frau Tekal. Wir haben ja uns verzweifelt zu erreichen versucht. Sie sind eine sehr, sehr gefragte Frau. Wir haben uns nicht erreicht. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt erreichen. Sie haben mir vorhin gerade gesagt, ja, es ist unglaublich viel los. Das Thema Toleranz brennt natürlich. Und Sie haben gesagt, und es ist auch so, man muss Toleranz heute immer mit Reformation verbinden. Warum? Also ich glaube, dass, wenn Sie von Toleranz reden, eigentlich jeder automatisch in Zeiten wie diesen an Intoleranz denken muss und an eine sehr verantwortungslose Gesellschaft und an die Tatsache, dass Religion plötzlich wieder eine so immanent große Rolle spielt, wie wir es eigentlich nie für möglich gehalten hätten. Auch ich persönlich nicht. Und ich bin eigentlich bekannt geworden über den Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft. Ich bin Jesidin und ich bin Journalistin. Und 2014, als der IS eingefallen ist im Irak und das Dorf Kocho und Sinjar überfallen hat und tausende Frauen versklavt, vergewaltigt, verkauft hat auf den Sklavenmärkten, viele Väter enthauptet hat und Kinder zu Vollwaisen gemacht hat,
bin ich quasi auch zur Augenzeugin geworden. Und dieser fortwährende Völkermord hat mich eigentlich sehr deutlich und radikal auf meine Religion zurückgeworfen. Und ich muss gestehen, ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen und war bis dato eigentlich eher religiös. Aber dieser Völkermord hat mich dazu gezwungen, darüber nachzudenken, warum das passiert ist. Und ich sage immer, Völkermorde entstehen auch mit Feindbildern. Also Feindbilder führen zu Völkermorden. Und ich glaube, das ist etwas, was uns ja gerade weltpolitisch auch um die Ohren schlägt, wenn wir da zum Beispiel an Despoten wie Erdogan denken. Ich habe gerade mit Ihnen ja auch kurz darüber gesprochen. Das Gefährliche ist eigentlich, dass die Vermischung von Religion und Politik und dass jede religiöse Rede politische Rede ist. Und wenn wir jetzt mal auf diese Reformation zurückkommen, dann glaube ich, wird ganz deutlich, dass Reformation immer Konfliktpotenzial in sich birgt, weil es die religiöse Macht in Frage stellt. Und das erleben wir gegenwärtig ja auch mit dem Islam. Also die Christen haben ja diesen Säkularisierungsprozess schon lange durchlaufen und in Europa ist diesbezüglich gerade, stehen wir da vor großen Herausforderungen, denn die Menschen, die versuchen, da zu reformieren, leben gefährlich in Zeiten wie diesen. Und insofern glaube ich, ist das ein sehr, sehr aktuelles Thema, was wir hier diskutieren und es ist ganz wichtig, da auch mehr aufzuklären, um dieses historische Geschichtsbewusstsein auch immer wieder in die Gegenwart zu holen. Vielleicht noch eine aktuelle Frage an Sie. Herr Schulze, Sie sagen an einer Stelle in einem Text, eine gute Religion ist heute eine reformierte Religion. Das nimmt, glaube ich, ein Stück weit etwas davon auf. Das ist ein Urteil, was in der öffentlichen Meinung sehr stark gegeben ist, gerade in der Forderung an muslimische Gemeinden, sich endlich auch zu reformieren, weil der Islam nie eine Reformation erlebt habe. Das deutet darauf hin, dass in unserer Vorstellung die Güte einer Religion davon abhängt, dass sie einmal einen Reformationsprozess durchgemacht hat. Und ist sie reformiert, dann haben wir eine gute Religion und eine Religion, die das nicht, das Pech hatte oder die Geschichte einfach nicht aufweisen kann, reformiert zu sein, gehört irgendwie in den Abfalleimer. Und diese Perspektive deutet darauf hin, dass wir offensichtlich mit einem sehr, sehr speziellen Reformationsbild operieren in der ganzen, auch in unserer historischen Erinnerung, dass die Reformation etwas prinzipiell gut gemacht hat, etwas Gutes produziert hat, etwas Gutes hervorgebracht hat. Ich werde ein bisschen vorsichtig. Ich werde auch historisch ein wenig vorsichtig, denn dieses schnelle Urteil trifft sicherlich auch auf die christlichen Traditionen nicht eins zu eins zu, sondern stattdessen müssen wir auch davon ausgehen, dass Reformation auch im 16., 17. Jahrhundert nicht notwendig die Güte einer Religion meinte, sondern auch Blut und Krieg meinte. Und das sollte man schon beachten. Und das Zweite, die zweite Frage ist, die sich dann heute stellt, ist, wann können wir entscheiden, dass eine Religion gut ist? Wann kriegt sie die moralische Qualität gut? Und ich denke, wir sollten vielleicht irgendwann auch den Reformationsbegriff überwinden und uns heute die Frage stellen, was ist für uns heute eine gute Religion und nicht, was ist nach dem Maßstab des 16. Jahrhunderts eine gute Religion? Und von daher wäre ich da ein wenig zurückhaltend, wenn also an die Muslime die Frage gestellt wird, könnt ihr euch nicht endlich mal reformieren? Wobei noch die Frage historisch zu klären wäre, ob sie nicht schon längst reformiert sind. Darauf möchte ich dann später auch noch zurückkommen. Gehen wir mal rein in die Reformation. Herr Bodenmann, mit Ihnen haben wir ja den Experten zur Reformationsgeschichte hier sitzen. Ich habe mir im Vorfeld, neben Witzen, noch andere Dinge natürlich angeschaut, Dinge, die mich sehr interessieren. Das Verhältnis von Toleranz und Reformation ist da wirklich spannungsgeladen. Und ich habe einen Text gefunden von Margot Käßmann, die schreibt, Toleranz und Reformation, die Verbindung dieser Worte scheint so gewagt, dass sie zögern lässt. Denn mit der Reformationsgeschichte setzt auch eine Geschichte massiver, konfessioneller Rivalität und der Intoleranz gegenüber Andersgläubigen ein. Das ist ja eigentlich Common Sense, ein Stück weit, also eigentlich ein unmögliches Thema, was wir hier auf dem Podium haben. Also ich wollte schon mehrmals eingreifen und sagen, ich bin nicht so der Meinung, dass der Begriff Reformation unbedingt mit Toleranz verbunden ist. Im Gegenteil, man sieht oft in der Geschichte, dass es Reformationen gab, also im religiösen wie im politischen Bereich, und dass das geführt hat zu Bewegungen, die noch intoleranter waren oder genauso intolerant waren als die Bewegungen, die sie ersetzt haben. Also die Reformation in sich selbst ist ja nicht zustande gekommen, weil man eine religiöse Freiheit wollte. Sie ist zustande gekommen aus anderen Gründen, weil man eine Diskrepanz zwischen der Lehre der Kirche, die offizielle Lehre, und die Art und Weise, wie man das in der Kirche ausgelebt hat. Und somit war dabei nicht verbunden der Gedanke einer Toleranz. Und im Islam gibt es ja auch sehr viele Reformationen und die haben nicht alle zu toleranten Haltungen geführt. Es gibt einige
Bewegungen, die das befürwortet haben, aber sonst der größte Teil nicht. Und im Christentum, also während der Reformation, müssen wir nicht vergessen, die Reformation von Luther war tolerant bis zum Bauernkrieg, im Sinne, dass Luther gesagt hat, jeder Mensch darf nach seinem Gewissen Gott dienen. Aber das war noch nicht eine generelle Forderung, dass man alles dulden kann. Und dann die Ereignisse nach dem Bauernkrieg und die anderen Ereignisse haben zu einer Rigidifikation geführt. Und also in der Reformation, die sind die Hauptbewegungen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, sind in sich nicht tolerant. Die haben nicht diesen Anspruch. Die Spiritualisten, die haben diesen Anspruch gehabt. Das sind die Namen wie Hans Denk, Sebastian Frank. Diese haben solche Ansprüche gehabt. Sie sagen aber auch, oder haben mir gesagt im Vorfeld, dass eine Gesellschaft oder die Menschen im 16. Jahrhundert, dass es für die unvorstellbar gewesen sei, in religiösen Fragen tolerant zu sein. Weil sie eine ganz andere Wahrnehmung hatten gegenüber der Wahrheit und gegenüber Gott, als wir sie haben. Für einen Mensch aus dem 16. Jahrhundert war es wichtig, das Richtige zu glauben und es zu verteidigen und Gott treu zu sein. Also dementsprechend, es gab nicht ein Zwischengebiet. Also es war entweder falsch oder es war wahr. Und deshalb kommen nur die Spiritualisten in Frage, die, weil sie von der Mystik des Mittelalters beeinflusst sind, den Begriff der Wahrheit und der Begriff von Gott nur als von negativer Seite, also sie sagen, man kann sagen, was Gott nicht ist, man kann nicht sagen, was Gott ist, man kann sagen, was die Wahrheit nicht ist, man kann nicht sagen, was die Wahrheit ist. Und diese Vorsicht macht es ein Spiritualist eher tendiert zu sagen, also ich darf nicht den anderen richten. Er fordert aber keine Toleranz, weil der Spiritualist hat keine politische Rückengrat hinter sich. Er sagt nur, was ein Mensch, der Gott erfahren hat, was er tun sollte. Aber Common Sense in der Reformation sonst, also Luther beispielsweise, klarerweise eben eher dieses Schwarz-Weiß-Denken, das Zurückweisen des Andersgläubigen. War das im Islam ähnlich in dieser Zeit? Also wovon Sie sprechen, ist ja im Grunde die schöne klassische Ordnung des Wissens in der Scholastik, wo also im Mittelalter davon ausgegangen wurde, dass der Welt, in der wir leben, eine einzige Wahrheit gegenübersteht und dass die Welt nichts anderes ist als sozusagen der Ausdruck dieser göttlichen Wahrheit. Und der Mensch, um sein Seelenheil zu erlangen, muss dieser Wahrheit treu sein und dieser Wahrheit dienen. Und nur dann wird er das Seelenheil erlangen und dann ist gut. Das ist das relativ einfache, in Anführungsstrichen, mittelalterliche Weltbild. Schwierig war es in der Frage, was machen wir dann mit diesem Wahrheitsbegriff? Da gab es ja dann unendliche Debatten. Und was in der Reformation ja passiert ist, letztendlich ein Aufbrechen dieser Ordnung. Das heißt also, dass entschieden wird und gesagt wird, neben der Welt, die Welt hat eine eigene Wahrheit, und die Religion hat eine andere Wahrheit und die sind nicht deckungsgleich. Der Mensch kann aus Erfahrung sehen, was in der Welt an Wahrheit existiert und er kann mit Gewissheit wissen, dass es eine göttliche Wahrheit gibt. Nur beide müssen nicht notwendig übereinstimmen. Sie können auch nebeneinander stehen. Das heißt, die Trennung von Religion und Welt ist eigentlich für mich das Fundament dessen, was in der Reformation zum Ausdruck gebracht wird. Beide sind autonome Felder, autonome Bereiche. Und das Interessante ist, dass in der islamischen Tradition und in der jüdischen Tradition des 16., 17. Jahrhunderts ein ganz ähnlicher Prozess der Differenzierung stattgefunden hat. Auch dort haben Gelehrte angefangen zu sagen, wenn wir über den Islam sprechen, dann sprechen wir über eine Glaubensgewissheit. Und das Entscheidende beim Glauben ist natürlich dann die Frage, inwiefern der Glauben nicht nur Kraft hat, sondern auch erlaubt zu unterscheiden Glauben, Unglauben und damit also jemanden aus dem System rauszuschmeißen. Und das war ja bis ins 17. Jahrhundert hinein, 18. Jahrhundert hinein noch gang und gäbe. Auch Calvin, auch Zwingli, auch all die Leute haben ja entschieden gesagt, diejenigen, die nicht einem reformierten Bekenntnis folgen, sind Ungläubige, in Anführungsstriche.
Und von daher war damals noch diese Differenzierung da. Aber die eigentliche Reformation, so wie wir uns das vorstellen, dass Toleranz eintritt, dass Befreiung von diesen ganzen Normenordnungen eintritt, das haben wir ja erst im späten 18., frühen 19. Jahrhundert. Das ist eine ganz junge Geschichte. Die hat nichts mit Luther zu tun, die hat nichts mit Zwingli zu tun, die hat nichts mit Calvin zu tun, die hat nichts mit den muslimischen Reformatoren des 16. und 17. Jahrhunderts zu tun. Sondern da müssen wir mal schauen, was passierte denn eigentlich da nach der Aufklärung, dass die Religion und ihre Funktion sich änderte und wir heute in einer Zeit leben können, wo wir frei entscheiden können, ob ich religiös bin oder nicht religiös bin. Oder wie Sie auch sagten, jetzt die äußeren Umstände haben mich zur jesidischen Tradition zurückgeführt. Stellen Sie sich mal vor, das hätte man vor 300 Jahren nicht sagen können. Da waren Sie es oder Sie waren es nicht. Aber ich möchte noch mal hinzufügen, das, was Sie gerade beschreiben, ist auch im 21. Jahrhundert immer noch ein Problem. Das heißt, die Jesiden wurden umgebracht, weil sie als Ungläubige bezeichnet worden sind. Und diese Islamverständnisse liegen den Menschen zugrunde, weil sie immer noch Gottes Wort über Menschenwort stellen und weil diejenigen, die das kritisieren, weil bei ihnen die Köpfe rollen, weil man das nicht kritisieren darf. Ich will das nicht verallgemeinern, aber es ist immer noch ein großes Problem. Und das ist ja auch der Grund, warum wir bei den Jesiden von Völkermord sprechen, weil wir, wie gesagt, umgebracht werden sollten, weil wir eben nicht dazugehören. Also diese Unterscheidung quasi zwischen dem eigenen und dem anderen. Und ich glaube schon, dass das gerade in der islamischen Religion eines der größten Herausforderungen dieses Jahrhunderts ist. Das merken wir ja auch gegenwärtig in der Debatte, beispielsweise in Deutschland. Die Gretchenfrage, wie hältst du es mit dem Grundgesetz? Und ich muss gestehen, dass ich viele Muslime kennenlerne und spreche, auch Jesiden. Ich will jetzt hier nicht eine Religion rausnehmen, aber auch bei den Jesiden ist es so, wo die Religion und die Kultur verhaltensbestimmend ist und nicht das Grundgesetz. Das heißt, das, was Sie beschreiben, was im Christentum geklappt hat, ob wir das gut oder schlecht finden, tolerant oder intolerant, ist schon etwas, was bei anderen Religionen immer noch ein Problem ist und wo ich auch sagen muss, dass sie im Mittelalter teilweise noch verhaftet sind oder zumindest in Feudalstrukturen von Herrschen und Horchen. Also ich will das mal an einem ganz persönlichen Beispiel deutlich machen. Ich bin in Unfreiheit geboren und fremdbestimmt gewesen. Und da spielte Strafe und Gnade schon auch eine Rolle. Das kannst du nicht machen als Jesidin. Das darfst du nicht. Und ich hatte automatisch das Gefühl, ich bin in einer anderen Welt unterwegs, ja, oder auch in einer anderen Epoche. Das heißt, es ist, glaube ich, schon so, dass wir vielleicht mit der Erfahrung, die wir gemacht haben, auch in der Geschichte, auch gucken müssen und können, wie wir mit dieser Situation umgehen. Und ich glaube, es ist problematisch. Aber dürfte ich da nachfragen, dazu würde ich gerne Ihnen auch die Frage stellen, können Sie wirklich jetzt sagen, es gibt Religionen, die sind so, oder müssen wir nicht sagen, es gibt, sagen wir, politische Färbungen von Religion oder politische Instrumentalisierungen von Religion, die zu solchen Bewegungen führen? Wir sollten die Frage sogar noch etwas erweitern und Gedanken machen über die Frage, was passiert heute mit dem Konzept Religion? Wir wissen, historisch gesehen, Herr Bundmann wird das wahrscheinlich noch viel besser sagen können als ich, wir wissen, dass das Konzept Religion, so wie wir es heute kennen, wie wir heute das erleben in der Moderne, in der bürgerlichen Welt, ein Produkt ist, das im 16., 17. Jahrhundert entstanden ist. Vorher gab es das nicht. Also so wie wir das heute leben, Religion kennen, ist eine sehr neuzeitliche Einrichtung, die sich dann mehr und mehr mit der Moderne angeglichen hat und heute existiert als ein Raum, den wir als von der Gesellschaft unterschiedlich anerkennen und sagen, dort findet dann eben unsere Religion statt. Diese Differenzierung ist fundamental, die wir haben. Und heute leben wir in einer Zeit, wo sich offensichtlich, zumindest im islamischen, aber auch nicht nur im islamischen Kontext, wenn man genauer hinschaut, sieht man das auch in anderen Traditionen, der Begriff der Religion aufzulösen beginnt. Das ist nicht mehr diese klassische Form der bürgerlichen Zivilreligion, so wie wir das aus dem 19. Jahrhundert kennen, wo also Ordnung gestiftet wird, wo so eine Art Disziplin da ist, sondern Religion verliert ihre Mitte. Auf der einen Seite haben wir noch eine starke bürgerliche Vorstellung von Religion. Und je reicher eine Gesellschaft an ein Land ist, desto stärker ist diese Vorstellung gegeben. Aber in armen Gesellschaften franzt die Religion an den Rändern aus. Und an einem Rand wird sie sehr problematisch. Nämlich an dem Rand, wo Akteure hingehen und sagen, unsere Religion besteht nur noch in der Umsetzung des göttlichen Willens. Das heißt also, das Töten eines Menschen ist Gottesdienst beispielsweise. Das ist aber eine Aussage, die im islamischen Kontext stattfindet, definitiv, und in Sinjar oder wo auch immer ist das andauernd passiert. Mhm.
dass der Gottesdienst von den Kämpfern des sogenannten Islamischen Staates praktiziert wurde, in dem geköpft wurde. Und wenn Jihadi John köpft, dann köpfte, Vergangenheit, dann tat er das in Anführungsstriche als Gottesdienst. Dann sagen aber 99% der Muslime, das ist, hat nichts mit Religion mehr zu tun. Das ist nicht mehr, das sind nicht wir. Und ihr ganzer Kampf dagegen zu sagen, das hat nichts mit uns zu tun und wir schauen da drauf und sagen, das ist doch, das ist der Islam. Dann würde man wahrscheinlich schon ein bisschen nachvollziehen und versuchen nachzuvollziehen, wie denn heute dieser ganze Prozess, wie Religion auseinanderfällt, beurteilt werden kann. Und wir haben solche Völkermordsituationen wie im Jabal Sinjar und in anderen Gebieten. Und das sieht man, dass Religion kein friedlich, an sich friedliches, gutes, schönes Konzept ist, selbst wenn reformiert oder was auch immer, sondern unter bestimmten Bedingungen hochgefährlich werden kann. Und nicht nur im islamischen Kontext. Ne? Das, man sieht es ja auch, selbst in buddhistischen Traditionen kann es hochgefährlich werden. Also, können wir, ja. Ich möchte noch etwas sagen. Also, dass die Reformation, also die Reformation des 16. Jahrhunderts, ja, ist nicht entstanden durch eine Trennung von Religion und Staat, im Gegenteil. Dadurch, sie wurde möglich, weil der Staat diese Reformation ermöglicht hat. Sowohl die lutherische Reformation, wenn es nicht Friedrich der Weise gewesen wäre, der sich dahin gesetzt hätte und die Deutschen kein Interesse gehabt hätten in dieser Bewegung, dass der den Einfluss der Italiener und der römischen Kurie in Deutschland geschwächt hätte, wäre es nicht zu einer Reformation gekommen. Es wäre wie im 13. Jahrhundert etwas Reformationsbewegung gegeben, aber es wäre nicht dazu gekommen. Die Politik hat diese Reformationsbewegung hat gesehen, die Möglichkeit damals, um sich mehr behaupten zu können gegen eine allmächtige Kirche. Und hätte die Reformation damals nicht den Rücken der freien Reichsstädte gehabt, einige eidgenössische Orte, wäre es nicht dazu gekommen. Also es ist falsch zu sagen, dass die Reformation ursprünglich eine Trennung zwischen Staat und Politik und Religion. Würde ich auch nicht sagen. Ja. Ganz im Gegenteil. Sie haben vollkommen recht. Also der Kontext ist ja völlig klar. Genau. Was getrennt ist, ist die Vorstellung, dass die Religion dass die Religion alles, die eine Ordnung für die Welt insgesamt zu sein habe. Nein, das ist gut, das verstehe ich. Sondern die Religion bekommt einen autonomen Bereich, einen selbstreferenziellen Bereich. Das ist jetzt Religion. Das ist wahr, zum Beispiel in der lutherischen Reformation. Ja. In der kalvinistischen Reformation ist es nicht mehr wahr. Und in Zürich ist es in der Mitte. Ja. Also drum, das ist sehr komplex. Also wir verdanken der Reformation die Toleranz, aber nicht, weil sie das zu Ziel hatte. Das ist ein Nebenprodukt, das zwei Jahrhunderte bis drei Jahrhunderte später gereift ist. Es war nie die Idee der Reformation, außer den Spiritualisten, aber das ist eine andere Sache, die haben keine politischen Behörden hinter sich und die haben auch keine Kirche gehabt. Wir verdanken diesem Prozess auch wieder der Politik und nicht der Religion. Es ist nicht die religiösen Behörden, die entschlossen haben, innerhalb des Luthertums oder des Calvinismus, jetzt sollen wir tolerant sein. Nicht so. Es ist die Politik, die durch Pragmatismus langsam dazu gezwungen hat, dass man schließlich erlaubt hat in der Schweiz nach dem ersten Kapplerkrieg, dass zwei verschiedene Konfessionen zusammen leben, aber kein gegenseitiges Verständnis aufbringen. Aber es war nicht anderes möglich gegen einen gemeinsamen Feind. In Deutschland war es dasselbe, wenn man nicht wollte, ganz Deutschland in Blut und Elend zu bringen, musste man einen Kompromiss machen. Und dieser Kompromiss hat sich dann bewertet und dann langsam konnte aus diesem pragmatischen
diese pragmatische Lösung, die die Politik herbeigebracht hat und nicht die religiösen Behörden, ist dann herausgewachsen, der Gedanke der Toleranz, wie wir ihn heute kennen. Also aus der Duldung, einer milderen Form sozusagen, wurde dann Toleranz, fast schon ein Stück weit ein ethisches Konzept. Kann man sagen, wir sind heute an einer ähnlichen Stelle in der Geschichte oder ist das jetzt zu hoch gegriffen? Weil wir auch konfrontiert werden durch die Migration mit neuen Vorstellungen, religiösen Werten vielleicht oder zumindest religiösen Praktiken. Sind wir an einem ähnlichen Moment, wo wir uns mehr Gedanken wieder eben machen müssen über Duldung, Toleranz und wie wir das Ganze politisch fassen? Also ich würde sagen ja, und habe für mich auch die These daraus entwickelt, dass, was ich beobachtet habe, gerade bei den Jugendlichen in der dritten Generation, die nicht angekommen sind in ihren hiesigen Gesellschaften, wie beispielsweise Deutschland, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass das Demokratie- und Staatsverständnis abhängig ist von der kulturell-religiösen Früherziehung. Und diese kulturell-religiöse Früherziehung wurde bei den türkischen Muslimen zum Beispiel von der DİTİB übernommen. Und das ist im Grunde genommen auch religiöse Politik, die da betrieben wird. Also das ist keine echte Religionsgemeinschaft, die da vermittelt wird, sondern das ist auch eine im Grunde genommen Ideologieexport eines politischen Islams, also auch nach dem Vorbild der Muslimbruderschaft. Und das ist etwas, was wir zugelassen haben, was wir auch noch finanziert haben mit rechtsstaatlichen Mitteln. Und da wurde im Grunde genommen gesät, was leider jetzt Radikale auch ernten. Und warum beispielsweise Gesellschaften wie Europa, der Westen, Deutschland dann eher feindselig empfunden werden, weil viele Jugendliche, mit denen ich auch spreche, das Gefühl haben, sie würden sich versündigen, wenn sie demokratisch denken. Und was ich beobachte, ist eine große Identitätskrise, dass selbst bei denjenigen, die eben versuchen, auch modern zu sein und tolerant zu sein, dass sie auch von Gewissensbissen geplagt sind. Denn draußen wird sozusagen Kritikfähigkeit und Reflexion gefordert und zu Hause heißt es nur, ordne dich unter. Und das bringt die Menschen durcheinander, gerade auch junge männliche Migranten. Und ich glaube, was hinzukommt, ist, neben der Migration und der Völkerwanderung ist auch eine nicht zu unterschätzen die Digitalisierung. Und die Digitalisierung hat aus meiner Sicht aus einem kalten Krieg, den wir von früher kannten, einen Psychokrieg gemacht und einen verantwortungslosen Krieg, denn es geht nur noch darum, wer schneller postet und aus einem ehemaligen Schießkrieg ist auch ein Krieg geworden von wer die schnelleren Knöpfe drückt und da bin ich wieder beim Thema verantwortungslose Gesellschaft und ich glaube, was wir schaffen müssen, ist, dass wir wieder eine verantwortungsbereite Gesellschaft unterrichten und das haben wir eigentlich nicht gemacht, also in Deutschland beispielsweise haben wir noch mit einem Bildungsnotstand zu tun, der über 45 Jahre her ist. Und wir haben den Jugendlichen keine besseren Rezepte geboten. Und ich glaube, das fliegt uns jetzt um die Ohren. Und da denke ich schon, dass historisches Geschichtsbewusstsein, Erinnerungs- und Gedächtniskultur ganz, ganz entscheidend ist, gerade auch unter dem Aspekt des Rechtspopulismus und des religiösen Extremismus. Und ich sage mal, unser Grundgesetz ist entstanden als Antwort auf den Faschismus. Und es ist, glaube ich, wichtig, auch den Jugendlichen bewusst zu machen, wo wir stehen und was passieren kann, wenn wir weiterhin Menschen danach bewerten, wo sie herkommen. Und das passiert, glaube ich, zu wenig. Es ist sicher auch die Situation in Deutschland vermutlich leicht anders zu bewerten wie die Situation in der Schweiz, wo wir gewisse Dinge wahrscheinlich weniger, sagen wir mal, in dieser Schärfe wahrnehmen. Mich würde interessieren, oder ich würde gerne einen Begriff aufnehmen, den Sie benutzt haben. Sie haben vom politischen Islam gesprochen. Und manchmal frage ich mich, was ist eigentlich genau der Unterschied, Herr Schulze? Wir sprechen ja immer wieder von diesem politischen Islam, diese Idee, dass sozusagen die Religion politisch genutzt wird, instrumentalisiert wird und gewendet wird. Was ist der Unterschied zu Donald Trump, der im Moment eigentlich mit der Frage der Abtreibung Politik macht? Gibt es sowas wie ein politisches Christentum heute oder ist das eine völlig verfehlte Parallele? Also erstens gibt es sicherlich ein massives politisches Christentum und ich muss sagen, Gott sei Dank gab es eins. Das, was es heute gibt als Christentum, wenn sich der Begriff politisch damit verbindet und es vielleicht auch ein rechtskonservatives, rechtspopulistisches Christentum gibt, das sei dahingestellt, das ist so. Aber ich denke an Karl Barth und ich denke an manche Theologen, die auch gerade in der Zeit des Faschismus deutlich zur Sprache gebracht haben, das Christentum muss politisch sein und darf sich nicht der Herrschaft unterstellen. Das ist für mich ein absolut positiver Begriff von politischem Christentum, das wir nicht vergessen sollten.
Und das gilt auch für die muslimische Tradition. Auch dort gibt es einen für mich positiven Begriff von politischem Islam, nämlich die Geltungsansprüche, die aus der islamischen Tradition, aus der islamischen Haltung heraus den Rechtfertigungsanspruch stellen. Ja, wir wollen Freiheit, Demokratie, Menschenrechte entwickeln, deshalb, weil wir ein Recht darauf haben, aus unserer Tradition heraus. Und nicht deshalb, weil wir erst Christen werden müssen, bevor wir die Menschenrechte bei uns einführen oder durchsetzen oder einklagen wollen, sondern weil wir ein Recht darauf haben, aufgeklärt zu sein, weil wir Muslime sind. Wir haben ein Recht darauf, sozusagen mit den Maßstäben einer guten Religion bemessen zu werden, weil wir Muslime sind. Wir haben ein Recht darauf, weil wir Juden sind. Wir haben ein Recht darauf, weil wir Christen sind. Diese Rede bedeutet für mich eine hochmaßpolitische Rede. Und ein politischer Islam, der diese Rede forciert und in den Vordergrund stellt, sollte eigentlich den Dialog mit Jesiden, mit Christen, mit Juden, mit Atheisten, mit allen suchen, weil alle die gleichen Hoffnungen haben. Und die Hoffnung darin besteht, den Staat als Friedensordnung zu garantieren, zwischen Gesellschaft und Religion klar zu unterscheiden, Menschenrechte, Freiheitsrechte als gesellschaftliche Rechte zu definieren und die Religion als der moralische Raum, der diese Rechte schützt, zu begreifen. Wenn da der Konsens da ist und das Politik ist, bin ich völlig auf der Seite einer politischen Religion. Hingegen, wenn wir unter politischem Islam verstehen, den schlechten, den bösen Islam, islamischer Staat, Islamismus, Fundamentalismus, Salafismus, Dschihadismus, bla bla bla, dann sehen wir schon, dass wir mit unserem Begriff des Politischen große Schwierigkeiten haben. Was sollen die Muslime? Sie sollen zivil sein und bei uns darf das Christentum sozusagen in der öffentlichen, im öffentlichen Raum agieren. Wir dürfen hier keine Minarette haben, aber Christen dürfen Türme haben. Synagogen dürfen äußere Merkmale haben, Moscheen dürfen das nicht haben. Warum ist diese Differenz definiert? Weil der Islam politisch sei? Meine Damen und Herren, es gibt sehr, sehr viele Bücher, wo immer drin steht, der Islam war von Anfang an politisch. Der Prophet Mohammed war ein Feldherr und hat mit 6 Jahren Aisha geheiratet, die er dann mit 9 Jahren und so weiter. Das sind so Bilder, die deutlich machen, dass wir eine Angst haben vor jeder Form von Religion, die für sich selbst so etwas wie unmittelbare Herrschaft reklamiert. Und natürlich, es gibt genügend Muslime, die das so ausformulieren und die das auch umsetzen. Aber es gibt genügend Muslime, die das nicht tun. Und es gibt Menschen wie Mohammed al-Ammar, beispielsweise aus dem südsyrischen Ort Dara, ein muslimischer Gelehrter und Anwalt, der seit 2012 im Gefängnis sitzt, der es immer als den zivilen, gewaltlosen Widerstand in Syrien gepredigt hat, der die Allianz, die Koalition mit Christen, mit Juden, mit Jesiden und allen gesucht hat. Es gibt diese Tradition und die Tradition, die den Islam auch politisch begreift, aber völlig anders, völlig anders. Und das sollten wir schon noch sehen, dass wir hier nicht sozusagen unterscheiden zwischen einem sozusagen das Privileg des Islam im öffentlichen Raum nur dem Islamischen Zentralrat und ähnlichen skurrilen Organisationen zuweisen, sondern auch sozusagen die Beteiligung der Muslime an der öffentlichen Debatte, an Menschenrechten, an Freiheitsrechten, auch in der Schweiz positiv akzeptieren und sagen, ihr als Muslime seid willkommene Diskussionspartner, ihr seid willkommen in dieser Debatte. Wir debattieren mit euch, wir fragen, wie setzt ihr das um, wie können wir das um, wie können wir euch helfen, die Menschenrechte in euren Traditionen mit besser zu verankern, als ihr es bisher tut. Und das finde ich auch einen politischen Akt, deshalb bin ich ein bisschen skeptisch mit dem Begriff des politischen Islam. Ja, ich glaube, das war sehr hilfreich, das auch nochmal so aufzudröseln, dass es diese unterschiedlichen Komponenten gibt. Sie sind ja aber, Frau Tekal, nicht nur so positiv bezüglich der Frage, wie wir zusammenleben können, wenn wir Toleranz zum Beispiel fördern. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Deutschland ist bedroht, warum wir unsere Werte jetzt verteidigen müssen. Warum dieser Titel? Der klingt ja sehr alarmistisch. Der ist mir auch erstmal um die Ohren geflogen, vor allem von Menschen, die das Buch nicht gelesen haben. Anzunehmen. Und ja, und als man das Buch gelesen hat, hat man festgestellt, dass es einfach eine Liebeserklärung ist an meine Heimat und das ist Deutschland. Und warum Deutschland zu meiner Heimat geworden ist, hat ganz viel mit meiner Erziehung zu tun und damit, dass mein Vater mich als Vierjährige mitgenommen hat in den Niedersächsischen Landtag und gesagt hat, schau mal, hier wird deutsches Recht gesprochen, hier ist Gerechtigkeit, hier werden Gesetze gemacht. Und ich konnte durch die Erziehung meines Vaters, durch Lehrer und Professoren,
konnte ich eben auch meine deutsche Identität sozusagen verfestigen. Und das war für mich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist mit ein ganz großer Grund, warum ich heute auch mit partizipieren kann an diesen Debatten. Und selbstverständlich, und das teile ich uneingeschränkt mit Ihnen, haben diejenigen Muslime, die für Menschenrechte und Demokratie sich einsetzen, all unsere Unterstützung verdient, die wir uns vorstellen können. Das ist auch der Grund, warum ich als Jesidin Mitglied bin im muslimischen Forum. Und da habe ich großen Ärger bekommen von den Jesiden. Das war mir aber auch egal, weil ich dann sage, wenn wir was besser machen wollen, dann müssen wir auch eine kleine Revolution starten. Und da sind Muslime wie Ahmad Mansour, Mohamed Kushide, Seydan Atesh, die eben große Probleme haben, für Menschenrechte zu kämpfen, nicht nur mit den eigenen Leuten, sondern auch mit der Gesellschaft als solche, wo sie eben auch das Gefühl haben, dass, Sie haben es eben angesprochen, die Islamverbände und Zentralräte, die dabei ja eine ganz unsägliche Rolle spielen, dass die eigentlich hoffähig gemacht werden, also auch seitens der Bundesregierung, und dass dieser Dialog eigentlich getötet wird. Also ich hatte die Möglichkeit, mit der Bundeskanzlerin zu sprechen und habe genau das Thema angesprochen und gesagt, wir brauchen den Dialog, wir brauchen die Macht der Begegnung. Wenn in den DITIB-Moscheen Kinder unterrichtet werden, dann müssen wir mit den Kindern darüber reden, warum Jesiden als Teufelsanbeter bezeichnet werden und dass das falsch ist und wo unsere Gemeinsamkeiten sind. Und dafür brauchen wir das Gegenteil von ethnisch bekenntnisförmigem Schulunterricht. Das heißt, es gibt im Grunde genommen Organisationsstrukturen, die das gar nicht erst zulassen, wo eben dieser Dialog dann eben auch getötet wird. Und damit bestrafen wir eigentlich die Falschen, nämlich die Toleranten, die uns Zugewandten, und machen eigentlich die Extremisten stark damit. Und das ist etwas, womit ich ein Problem habe, auch aus, ja, letztlich denke ich auch durch eine persönliche Geschichte heraus, aber wo ich auch immer wieder sage, dass diese Differenzierung eigentlich das Wichtigste ist und auch die Tatsache zu erkennen, dass diese Herausforderung eigentlich nur innerislamisch gelöst werden kann und wir uns da gar nicht so viel anmaßen dürfen. Deswegen ist dieser Dialog ganz wichtig, also dass man den eben auch anschiebt, aber ich stelle eben fest, dass meine kritischen Freunde sich ziemlich alleingelassen fühlen auf weiter Flur. Das merkt man auch unter ganz personellen Gesichtspunkten, wenn man sich jetzt mal anguckt, auch politisch, sage ich mal, parteipolitisch, was da passiert, ist es auch ganz spannend, da eben genauer hinzugucken. Und es geht darum, wo man auch loyalitätsmäßig steht, glaube ich. Und ich hoffe, dass das beides miteinander zu verbinden ist und dass man sich eben nicht entscheiden muss. Und so wie ich viel erlebt habe, auch aus der Ursprungsregion, aus der ich komme aus Diyarbakir in Südostanatolien, der Türkei, da haben früher über 25% Jesiden gelebt, da haben über 30% Christen gelebt. Wir reden jetzt noch von 0,1%, die sind alle weg. Und in Syrien genauso, da habe ich auch mit einem Pater gesprochen, der gesagt hat, mir geht es nicht um mich ohne Syrien, mir geht es um Syrien ohne Christen. Also die Frage ist ja wirklich, was passiert da eigentlich genau? Und das ist das, was ich damit meine, wenn ich sage, wir müssen unsere Werte verteidigen. Und da wünsche ich mir einfach einen ehrlicheren Dialog und dass wir diese Werte auch im mittleren Nahen Osten verteidigen. Und dass ich glaube nicht, dass wir das Problem haben, dass wir zu wenig Moscheen haben in Deutschland, sondern dass es darum geht, dass die Moscheen auch Orte der Integration werden oder zumindest nicht zu Gegnern davon. Und ich habe einen Freund, Konstantin Schreiber, der hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt Inside Islam. Der hat einfach mal übersetzt, was dort gepredigt wird. Und da wird dann zum Beispiel auch aufgerufen zum Hass auf Jesiden und dazu, dass Jesiden Barbaren sind, die man bekämpfen muss. Wenn man sowas Kindern beibringt, dann leben wir gefährlich. Und trotzdem sage ich, mein Ansatz ist positiv. Das heißt, mir geht es hier um die Diskussion und ich glaube schon, dass Muslime jetzt in Zeiten wie diesen auch unsere Unterstützung brauchen. Das versuche ich auch in meiner Arbeit als Jesidin, dass ich auch feststelle, dass die gerade auch ziemlich alleine sind auf weiter Flur. Zumindest die Areligiösen, die Säkulären, die plötzlich das Gefühl haben, sie werden sozusagen religiösiert, kriminalisiert, in eine Ecke gesteckt. Das kann es auch nicht sein. Das heißt, wir müssen genau gucken, aber wir müssen auch über die Probleme reden. Jetzt sind wir sehr in der Aktualität angekommen. Ich würde gerne trotzdem noch einmal versuchen, den Faden zurückzuknüpfen zur Reformation. Herr Bodenmann, jetzt haben Sie ganz viel gehört. Ja, ich lebe mehr im 16. Jahrhundert als im 21. Jahrhundert. Aber was wollen Sie fragen? Ich wollte Sie fragen, ob Ihnen irgendetwas durch den Kopf ging, weil Sie gerade vorhin so genickt haben. Also ich bin komplett einverstanden mit Herrn Schulze, dass eine Religion, die ausgelebt wird, hat eine politische Komponente. Weil politisch bedeutet ja, dass man sich in der Gesellschaft, in der Stadt, in der man lebt, also dass das eine Folge hat. Dann ist die andere Sache,
was man meist nennt eine politische Religion, bedeutet heutzutage, habe ich den Eindruck mehr, dass hinter dieser Religion eine Politik steht, die diese Religion aufdrängt. Oder das ist natürlich, was wir alle kritisieren, dass die Religion im 16. Jahrhundert hatte die Reformation auch politische Auswirkungen. Das ist ganz klar. Schon nur wegen dem größeren Gewicht über anständig Leben in der Reformation, sagen wir, von der Schweiz und Calvin. Diese Emphasis auf ein Beispiel zu sein, auch wenn man durch Gnade erlöst ist, und dass dieses Beispiel nichts beiträgt zu unserem Heil, aber es doch der Ausdruck ist eines Glaubens, der wirkend ist. Das kann man sagen, dass die Reformation, also weil es eine religiöse Bewegung, die es ernst nehmen wollte, Auswirkungen hatte auf der Gesellschaft und demzufolge politische Auswirkungen hatte. Vorhin hatte Herr Schulze ja gesagt, wir müssen uns jetzt hier nicht täuschen und so tun, als wäre die Toleranz sozusagen ein Kerngedanke der Reformation gewesen. Damit hat er ja auf jeden Fall recht. Aber trotzdem sagt man ja sehr oft, die Aufklärung war eigentlich nur möglich vor dem Hintergrund der Reformation, die passiert ist. Also alles hat sich ja auseinanderentwickelt. Ja. Und im Grunde genommen kann man sagen, es hätte keine Aufklärung so gegeben, wenn es nicht die Reformation gegeben hätte. Also könnte man vielleicht doch sagen, dass die Idee der Toleranz, der Aufklärung irgendwie aus der Reformation herauswachsen konnte. Wie genau ist das denn gelungen? Welche Figuren braucht es da oder welche Umwälzungen von Ideen, um dann aus dieser Intoleranz rauszufinden? Weil da könnte man ja vielleicht auch etwas mitnehmen für die heutige Zeit. Also indirekt im Sinne, dass also die Reformation eben nicht den Anspruch hatte, religiöse Toleranz zu üben, aber dadurch, dass sie ein System, das allein war und die alleine Macht hatte, dass das sich zerbröckelt hatte, musste man im Laufe der Jahrhunderte irgendwie zu einem Gespräch kommen, ein Zusammenleben. Und das war eine Folge, aber eine indirekte Folge von das Brechen eines Monopols in dem religiösen Bereich. Nachher hat es auch ein indirekt, weil der Protestantismus hat ja sehr kritisiert die Scholastik und all diese Theologie, Haarspalterei des Mittelalters. Musste selber aber nachher, nach nicht einmal 50 Jahren, erleben, dass sie das Gleiche getan haben. Und dass im 17. Jahrhundert die Haarspalterei im Protestantismus nicht weniger minder war als im Mittelalter. Und dann kam man wieder sozusagen zu einer Müdigkeiterscheinung gegenüber all dieser Haarspaltereien, diesen theologischen Streitereien. Und da kam dann wieder, wie auch im Mittelalter, andere Bewegungen zum Vorschein, der Pietismus, wo man dann mehr das Gewicht setzt auf nicht, was man glaubt, aber sonst wie man lebt und wie man seinen Glauben in der Gesellschaft auslebt. Also indirekt ja, aber durch einen langen Prozess. Es war nicht ein Ziel, es gehört nicht zur Grundlage des reformatorischen Gedanken, also die Toleranz. Ja. Ja, Nietzsche hat ja mal so schön hat gesagt, wenn wir genealogisch denken, dann heißt das, dass wir ganz viele Ahnen haben. Also ich habe, wenn ich zurückschaue, schon in der fünften, dritten, vierten Generation, glaube ich, 26 oder sowas. Ich kann nicht rechnen. Aber Sie können ja mal selbst durchrechnen, wie viel Ahnen Sie schon in der dritten Generation haben. Und wenn Sie 10 Generationen zurückgehen, wird es ganz viel. Und irgendwann mal kommt man zum Paradoxon, weil Sie eigentlich alles zum Ahnen hätten. Aber dieses Paradox wollen wir nicht besprechen, aber es ist Ihnen was gegeben. Das bedeutet, wenn wir über Aufklärung sprechen oder Toleranz sprechen, kann es nicht auch sein, im Nietzschischen Sinne genealogisch zu denken. Das heißt, Toleranz hat viele Väter und Mütter. Aufklärung hat viele Väter und Mütter und nicht nur die protestantische reformierte Tradition.
Und wenn eine Aufklärungssituation heute beispielsweise in der katholischen Tradition existiert, sollen wir sagen, ja, die müssen erst reformiert oder protestantisch sein, bevor sie wieder katholisch wurden, um dann aufgeklärt zu sein? Wenn wir heute einen Jesiden treffen wie Sie, die aufgeklärt ist, sie handeln, reden ganz nach den Werten und nach den Normen der Aufklärung, sind sie nur deshalb aufgeklärt, weil sie in Niedersachsen geboren sind? Oder hätte es vielleicht auch damit zu tun, dass sie mit ihrer bürgerlichen Identität, auch mit ihrer jesidischen Tradition heraus, nicht in Feindschaft leben, sondern zusammenleben können und dass sie das zum Ausdruck bringen können, was heute Aufklärung ist, unabhängig davon, dass sie aus Hannover stammen? Das heißt also, können wir nicht davon ausgehen oder sollten wir nicht die Geschichte einfach mal umschreiben, nicht eine hegemonale Geschichte schreiben, Protestantismus, Reformation, Aufklärung, Moderne, Sieg? Das Trölsch, ne? Absolutheit des Christentums, Absolutheitsschrift, da kommt das richtig schön rein, Trölsch 1924. Oder schreiben wir die Geschichte andersrum und sagen, wir sind heute in einer Situation, wo unsere Moderne und unsere Gegenwart ganz viele Begründungen braucht. Eine Vielzahl von Begründungen braucht. Und jetzt brauchen wir die Toleranz. Da ist nämlich die Toleranz wichtig, weil sie erlauben muss, dass die unterschiedlichen Begründungen gleichwertig sind. Dass es kein Privileg gibt für eine Begründung. Natürlich, für mich macht es Sinn, mich auf Kant zu beziehen, auf Rousseau zu beziehen, auf, ja meinetwegen selbst auf bestimmten Jesuiten mich zu beziehen. Macht irgendwo Sinn, weil es meine Tradition ist. Aber ich könnte mich genauso gut auf Taşköprüzade und andere beziehen, auf türkische Autoren des 16. und 17. Jahrhunderts, geht auch. Das heißt also, da wäre dann die Toleranz gefragt. Wir brauchen die deshalb, um den verschiedenen Rechtfertigungen und Geltungsansprüchen gerecht zu werden, die in der Moderne einfach plural sein müssen. Wenn sie nicht plural sind, dann haben wir einen modernen Faschismus, der einfach nur eine Geschichte der Moderne als die einzig legitime erachtet. Und dann haben wir dasselbe, was schon mal im 20. Jahrhundert erlebt wurde. Und deshalb plädiere ich sehr stark für diesen genealogischen Blick, der es uns erlauben würde, die Vergangenheit zu pluralisieren. Dann brauchen wir aber viel Toleranz. Ja. Also ich möchte jetzt noch das Bild, das ich bis jetzt gegeben habe, es ist ja in einem Gespräch und man kann nicht alles behandeln, ein wenig genealogisch unterfüttern. Nein, mit einem Bemol versehen. Ne? Also es gab in der Reformation auch so eine Idee, also zum Beispiel Erasmus, ja. Ist natürlich nicht einer, der zum Protestantismus übergetreten ist. Seine Idee, dass der Kirch, der Geistliche, seine Aufgabe sei es nicht, andere Menschen zu töten, sondern sie wie ein Arzt zur Heilung zu bringen. Also das ist schon in der Reformation vorhanden und Erasmus selbst ist nicht da, einer, der das gefunden hat. Er ist nur sehr gelesen im 16. Jahrhundert, aber das geht schon zurück auf Augustin und auf Augustins Erfahrung gegenüber den Donatisten, der gesagt hat, auch wenn die Donatisten uns getötet haben, dürfen wir sie nicht töten, wir müssen versuchen, sie zu überzeugen, weil sie können noch ihre Meinung ändern. Und das nimmt Erasmus auf, und weil er sehr gelesen ist, weil er das Neue Testament herausgegeben hat, die Paraphrasen, weil er das befürwortet, und noch zudem, weil Erasmus sehr beeinflusst ist von Nicola von Cusa. Und Nicola von Cusa denkt auch wie die Mystiker, dass der Mensch nicht die Wahrheit mit seinen, also formulieren kann. Also ist Erasmus sagt, wir sollten das Christentum auf geringe Punkte, so geringe Punkte wie möglich reduzieren. Weil dann hat man weniger die Tendenz, dass es Streitereien gibt und dass derjenige, der anderes denkt, als Heretiker bezeichnet wird. Und er sagt, also man muss aufpassen, heute, was wir als Heretiker, die Leute, die wir als Heretiker bezeichnen, sind nicht unbedingt Heretiker, sie haben eine andere Meinung. Und jetzt, der Erasmus hat einen sehr großen Einfluss auf die Reformation. Und es gibt sehr viele Reformatoren, Martin Bucer in Straßburg, Caspar Hedio in Straßburg, Wolfgang Musculus hier in Bern, die haben genau diesen Gedanken von Erasmus verfolgt. Es ist eine relative Toleranz. Also der Geistliche darf nicht töten
und nicht die Behörden zum Tod der Heretiker hetzen. Er muss versuchen, sie zu heilen. Aber es ist nicht verboten, dass die politische Behörde die Heretiker tötet, weil sie sind eine Gefahr für die Ordnung der Gesellschaft. Also es gibt dieser Gedanke, dass der Geistliche und die Religion nicht zum Tod hetzen sollte in der Reformation. Aber es ist, geht nicht so weit, wir dürfen sie nicht töten, wir müssen sie dulden in ihrer Differenz und ihnen die gleichen Rechte zustehen wie wir. Nein, das ist nicht möglich, weil sie haben doch das Bewusstsein, dass es eine Wahrheit gibt. Ja, und zur selben Zeit lebte Suleiman al-Kanuni, der Sultan des Osmanischen Reiches. Ja. Suleiman, der Gesetzesgeber heißt er, glaube ich, hier, oder der Prächtige. Suleiman der Große. Der Große sogar. Ja. Sind alle groß gewesen. Jedenfalls dieser Große hat auch einen sogenannten Kanun erlassen, also ein Herrschergesetz. Ja. Und in diesem Herrschergesetz hat er die Frage erörtert, wie gehe ich mit Heretikern um? Und die Heretiker mussten natürlich büßen. Also Sie wissen ja, in der klassischen islamischen Rechtstradition müssten Heretiker theoretisch teilweise nicht nach allen Traditionen, aber getötet werden oder zumindest irgendwie bestraft werden, physisch bestraft werden, was in Klammern selten eingehalten worden ist als Rechtsetzung. Aber egal. Dann sagt der Sultan, das findet er nicht gut. Wir brauchen hier Toleranz gegenüber den Heretikern und sie sollen 2 Aspern bezahlen. Eben. Und er brauchte auch Geld. Und er brauchte Geld, genau. Das war dann eine vernünftige Ordnung für ihn selbst, zu sagen, wir haben so viele Heretiker und dann sollen sie zahlen. Und das wurde aufgenommen von verschiedenen christlichen Autoren, ja, wie Guillaume Postel und andere, die das hervorgehoben haben und gesagt haben, sieht mal, die Moslems, also die Türken, die sind mehr tolerant als wir Christen. Im 16. Jahrhundert war das oft thematisiert, ja. Aber nicht von Reformatoren wie Calvin oder wie Farel oder wie Bullinger. Nein, das war nicht von ihnen. Das sind ja jetzt eigentlich pragmatische Gründe, die da fast ins Feld geführt wurden, um dann Toleranz voranzutreiben. Darüber hatten wir jetzt auch schon mehrere Mal gesprochen. Aber wenn Sie Erasmus erwähnen, Erasmus hatte natürlich auch einen anderen Zugang zum Begriff der Wahrheit. Und wenn wir an Lob der Torheit denken, dieses wunderbare Buch, das gibt ja wenige Menschen, die dermaßen in Distanz zu sich gehen können und mit so viel Liebe zynisch und ironisch sein können, wie Erasmus das konnte. Und da frage ich mich dann schon, inwiefern ist das Verhältnis zu einem Wahrheitsanspruch auch etwas, was eben der Toleranz zuwiderläuft? Also die Sehnsucht danach oder der Glaube daran, dass es eben eine absolute Wahrheit gibt und nicht in der Lage sein, sich in sozusagen eine kritische Distanz zum eigenen Glaubensinhalt zu begeben. Ist das nicht eine der großen Herausforderungen, wenn wir über Toleranz und Religion sprechen? Ich glaube, das entsteht in dem Moment, entsteht tatsächlich ein Toleranzbedürfnis, wenn ein Mensch einsieht, dass die Wahrheit sich nicht in der Welt verwirklicht, sondern dass der Mensch sich selbst eine eigene Wahrheit schafft. Dann ist Toleranz notwendig. In dem Moment, wo er davon ausgehen kann, dass mein ganzes Dasein nichts anderes ist als das Abbild göttlicher Wahrheit, genau, dann ist das mit der Toleranz relativ wenig entwickelt. Aber jetzt dieser das nenne ich wirklich einen reformatorischen Schritt, diese Entscheidung zu sagen, der Geltungsbereich der Wahrheit selbst ist beschränkt, so weit zu beschränken, dass Wahrheit nicht mehr schädlich ist. Dann haben wir sicherlich die Notwendigkeit einer nicht nur goethischen Duldung, sondern darüber hinaus sozusagen einer Affirmation des Rechts des anderen auf seine eigene Position, auf seine eigene Meinung. Weil in ihm dann subjektiv die gleiche Wahrheitsvorstellung existiert wie in mir. Und die darf ich niemandem anderen absprechen. Und dann habe ich sozusagen ein Prinzip, eine Tugend aus der Toleranz gemacht. Also es gibt 2 Möglichkeiten, den absoluten Wahrheitsbegriff zu bestreiten. Entweder indem man sagt, weil wir diese Wahrheit nicht erlangen können, das ist der Weg der Mystiker, das ist auch im 16. Jahrhundert. Oder dann, weil die Wahrheit relativ ist. Und das ist nicht möglich im 16. Jahrhundert. Das ist erst möglich im 18. Jahrhundert mit Voltaire und so weiter und andere sicher noch. Und nachher natürlich für uns ganz normal, die nach der Einstein-Ära leben, die wissen, dass alles relativ ist. Ne? Also ist das für uns ganz anders. Und somit können wir nicht unsere Ansichten, die wir heute haben,
mit, also von der Religion und unserer Beziehung mit Gott oder mit einem Gott vergleichen mit die eines Menschen des 16. Jahrhunderts. Und ich sage immer, wenn die Leute sagen, der Calvin war sehr ein intoleranter Mensch, dann verteidige ich ihn, weil ich sage, ja, aber ihr wisst ja nicht, wie man damals gedacht hat und dass es ganz logisch ist, sein Denken. Das kann man ganz gut argumentieren mit seiner Sicht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass zwischen ihm und uns heute 500 Jahre liegen und dass wir ganz anderes formatiert worden sind schon in unserer Erziehung. Dann gilt das aber dasselbe auch für den Islam. Das müssen Sie aber auch bestimmten Herrschaften in den Medien, auch hier in den schweizerischen Medien mitteilen, sagen. Zwischen uns heute und dem Leben des Propheten Mohammed liegen mindestens 1400 Jahre. 1400, da ist der Calvin uns ja noch ganz nah. Ja. Das sind 1400 Jahre. Das heißt, zwischen dem, was wir heute erleben, unsere Lebenswelten von heute und dem, was der Prophet Mohammed erlebt haben mag, ja, klafft eine solche Distanz, ja, dass es völlig sinnlos ist, irgendwie auch nur ansatzweise aus einer angeblichen Geschichte des Propheten Mohammed irgendetwas abzuleiten und zu sagen, hey, deshalb sind die Muslime so, weil der Prophet Mohammed schon. Und was ich noch hinzufügen möchte, ist, der Islam ist 600 Jahre jünger als das Christentum. Und als wir jetzt, also im Zeitalter, wo wir jetzt, also die Christen waren in der Reformationszeit ungefähr, wo jetzt die Moslems stehen, ihre Geschichte, sind ja im 600. Das ist eine Rechnerei. Ich glaube, es bedarf schon eine gewisse Zeit, bis eine Religion ihre Erfahrung machen kann. Und ich habe hier rausgenommen ein Zitat von einem Brief, den wir letztes Jahr ediert haben, während dem Schmalkaldischen Krieg in Deutschland. Das war ein Krieg zwischen Protestanten, die protestantischen Stände gegen den Kaiser, der Katholik war und der genug hatte, dass die Protestanten immer wieder neue Forderungen gestellt hatten. Und dann gab es diesen Krieg und da war in Augsburg ein junger Zürcher und der schreibt dem Bullinger Nachrichten. Im Lager des Schmalkalders steht es gut. Und dann sagt er, wie viele Fähnlein sich dort finden und so weiter. Man hält strenge Disziplin, hängt und köpft. Doch man hat mit vielem Unkraut zu tun. Und das war ungefähr, also 1500 Jahre nach der Geburt des Christentums. Ich denke, das ist nicht völlig aus dem Wind zu schlagen. Es braucht eine gewisse Zeit, bis eine Religion die ganzen Etappen durchmacht, um es so weit zu bringen, wie es das Christentum gebracht hat. Ich glaube, wir sind an einem extrem interessanten Punkt. Wenn wir über den Wahrheitsbegriff sprechen, jetzt haben Sie sehr schön herausgearbeitet, wie die Wahrheit erst verborgen war, uns nicht zugänglich. In der Aufklärung dann wird sie relativ. Und heute denken wir immer noch im Erbe der Aufklärung, so zumindest tun wir. Aber gleichzeitig gibt es ja auch ganz, ganz viele Menschen, und ich zähle mich selber dazu, die natürlich auch denken, nicht alles ist relativ. Und ich denke, das würden Sie auch so sagen. Also wenn Sie sagen, wir müssen unsere Werte verteidigen, dann sind wir natürlich nicht unbedingt bei einem Wahrheitsanspruch, aber wir sind trotzdem bei einer Idee, dass gewisse Werte nicht hintergangen werden dürfen. Hinter die wollen wir nicht zurück. Und ich glaube, wie bringen wir das zusammen? Weil bestimmte Vertreter von Religionsgemeinschaften haben dann natürlich wieder das Gefühl, die machen jetzt genauso eine Setzung eines Wahrheitsanspruches. Das ist ja auch die große Herausforderung, mit der wir uns gerade auseinandersetzen. Deswegen sage ich auch mal, meine Kritik beispielsweise zu bestimmten Islamverständnissen passen auch nicht allen katholischen Kirchen, weil man sozusagen die Religion als solche dann auch in Gefahr sieht, auch was den Anspruch angeht. Und das finde ich aber ganz, ganz wichtig, auf der einen Seite auch zu akzeptieren, dass man Religion nicht wegdrücken kann und dass das auch ein wichtiger Teil der Identität ist und dass wir quasi auch Werte und Aufklärung nicht aufdoktrieren können, sondern dass das letztlich auch unterrichtet werden muss. Aber ich glaube schon, dass Werte dann verteidigt werden müssen, wenn sie bekämpft werden. Und
Ich habe schon den Eindruck, dass all das, was wir für selbstverständlich gehalten haben, Stichwort Pressefreiheit, Frauenrechte, das ist bedroht. Und das wird bedroht von, wie ich es nenne, dem bösen Zwilling, also den religiösen Extremisten und den Rechtspopulisten auf der anderen Seite. Und Sie haben vorhin von Trump gesprochen. Da geht es nicht um Trump selber, aber es geht darum, wer ihn gewählt hat, mit welchen Hoffnungen. Und das sind natürlich tiefchristliche Menschen, Stichwort Tea Party, die auch sozusagen eine bestimmte Hoffnung mit ihm verbinden. Und insofern denke ich schon, dass wir da bei aller Relativierung auch unsere hiesigen Werte die mit verteidigen müssen, was für mich aber nicht heißt, dass man Religion dämonisieren muss, ja, sondern es geht im Grunde genommen darum, dass ich habe kein Problem mit einem religiösen Muslim, der 5-mal am Tag betet und barmherzig ist und seinen Glauben privat für sich ausübt, aber ich habe schon ein Problem damit, wenn mir quasi so ein Dominanzverhalten an den Tag gelegt wird und wenn missioniert wird, wie beispielsweise in unseren Regionen, wo das passiert ist. Ich habe viele Verwandte und wir haben gerade von Ahnen geredet und Vorfahren, die waren mal Jesiden, die sind heute, viele von denen sind heute Muslime und das sind sie nicht freiwillig. Und ich glaube schon, dass es da dann auch eben wichtig ist, auch für unsere eigene Identität, ich glaube schon, dass wir uns auch in Europa in einer Identitätskrise befinden, mal zu hinterfragen, was ist uns denn wichtig und was müssen wir dafür tun? Ich bin nicht ganz Ihrer Meinung. Das habe ich erwartet. Aber von der Sache her, ja, natürlich, von der Sache her absolut, nur meinen wir immer das wirklich das Gleiche, wenn Sie von Werten sprechen? Ich habe Sie ja konkretisiert, welche Werte ich meine. Ja, ich meine, wir haben hier es damit zu tun, dass wir zwei Dinge verwechseln, Kategorienfehler machen. Dass wir auf der einen Seite von Regeln sprechen, von Ordnungen, von Normen sprechen, denen wir uns alle guten Gewissens zugeordnet fühlen, weil sie für uns sinnvoll sind, nützlich sind, weil unsere Gesellschaft danach wunderbar funktioniert und friedlich ist. Diese Regeln sind von allen einzuhalten. Diese Regeln sind von allen auch zu begründen und zu rechtfertigen. Ich kann beispielsweise bei bestimmten Regeln auf Rechtfertigungen verzichten, weil ich sage, das schreibt die Straßenverkehrsordnung vor, dass wir alle rechts fahren. Und wenn ich links fahre, könnte es zur Kollision kommen. Also bleibe ich auch bei dieser Regel. Dasselbe gilt für Menschenrechte, dasselbe gilt für Freiheitsrechte. Es sind alles Rechte, die stellen keine Werte für mich dar, sondern stellen für mich die Regeln des Zusammenlebens in einer friedlichen Gesellschaft dar. Diese Regeln aber, um sie begründet auch praktizieren zu können, verlangen der Rechtfertigung. Nur, es gibt meines Erachtens nicht notwendig nur eine gelungene Rechtfertigung von solchen Regeln. Es gibt nicht nur eine Rechtfertigung von Freiheit. Es gibt nicht nur eine Rechtfertigung von Menschenrechten, von Frauenrechten, von Gleichheitsrechten, von Ähnlichem. Sondern wir haben es hier mit einer möglichst großen Anzahl von Rechtfertigungsmöglichkeiten zu tun, also mit einem Freiheitsraum zu tun, wo ganz viele berechtigte Ansprüche auf Freiheit, auf Gleichheit bestehen. Wenn ich jetzt sage, dass wir unsere Werte verteidigen müssen, dann sage ich, dass eigentlich nur eine Form der Rechtfertigung Gültigkeit hat. Weil die Werte sind nichts anderes als die Rechtfertigungen von Normen, von Regeln. Also müssten wir eigentlich uns in der Moderne uns treu bleiben und sagen, nein, wir machen hier keinen Wertekonflikt auf. Es gibt keinen Wertekonflikt zwischen Muslimen und Christen, zwischen Muslimen und Atheisten, zwischen Atheisten und Juden, zwischen Jesiden und Zoroastriern. Da gibt es keinen Wertekonflikt. Sondern es gibt nur das gemeinsame Verständnis in der Moderne, in gleichen Normensystemen, in gleichen Regelsystemen zu leben. Wie ihr sie begründet, das ist verlangt die Toleranz anzuerkennen. Die Toleranz verlangt förmlich zu sagen, eine jesidische Rechtfertigung von Menschenrechten ist mir genauso recht wie eine jüdische oder christliche Rechtfertigung von Menschenrechten. Es gibt da keinen fundamentalen Unterschied. Und wenn Muslime hingehen und sagen, sie wollen die Menschenrechte anerkennen, wenn Naim das sagt oder wenn Mahmoud Mohammed Taha das sagt oder wenn Al-Ammar das sagt oder wer auf welcher von diesen Großkopferten das alles behaupten und sagen, dann anerkenne ich das. Und sage nicht, dass es sich hier um einen Wertekonflikt handelt, nur deshalb, weil er meint, das stünde schon im Koran. Das ist auch nicht mein Problem. Und ich glaube, es geht darum, wie wir Werte definieren. Und natürlich war das jetzt aus meiner Sicht nicht so gemeint, dass es nur eine Doktrin gibt oder eine Meinung, die den anderen sozusagen auferlegt wird. Aber die gegenwärtige Situation zeigt ja, dass diese Werte, Regeln, Gesetze
gebrochen werden. Moment, unterscheiden Sie. Wenn hier davon, auch in Deutschland davon gesprochen wird, wir müssen von den Einwanderern verlangen, dass sie unsere Werte teilen. Mhm. Was meint man denn damit? Meint man damit, wir verlangen von ihnen, die Rechtsordnung einzuhalten? Dann reden wir nicht von Werten. Mhm. Dann reden wir von Regeln und Normen. Ich bin mir sicher, dass man damit die Rechtsordnung meint. Dann sollten wir nicht mit dem Begriff Werte operieren. In vielen Fällen, aber ich möchte den Begriff schon auch erweitern. Also für mich geht es nicht nur um Rechtsordnung, sondern auch um eine Akzeptanz. Und da sind wir dann schon wieder beim Thema Toleranz. Ja? Und die geht für mich eigentlich weit über Rechtsordnung einhalten hinaus. Für mich persönlich. Aber das muss sozusagen jeder für sich selber definieren. Und ich sage mal, natürlich haben alle Kulturkreise ihre Werte und ihre Regeln. Wir nennen das Akhlaq. Im Arabischen sagt man ja auch zu den Werten Akhlaq. Aber diese Werte sind sozusagen gehen nicht hundertprozentig einher mit unseren Werten. Wenn ich jetzt beispielsweise wieder bei der Rolle der Frau bin, die in den Herkunftskulturen eine eher untergeordnete Rolle spielt und die viele Frauen auch durchlaufen. Und zwar durch wirklich bittere Wege, und diese Wege sind gepflastert auch von viel Unterdrückung. Und ich glaube schon, dass man dann eben auch von einem Wert reden kann, dass ich dankbar bin, dass in der hiesigen Gesellschaft Frauenrechte eingehalten werden, mehr oder weniger. Also so jetzt will ich das auch nicht übertreiben, weil ich glaube, wir haben da auch immer noch viel zu tun. Aber es ist schon so, dass das ein ganz anderer Kampf ist, dann auch in der Herkunftskultur. Und insofern denke ich schon, dass das sozusagen aus meiner Sicht heraus dann eben auch was mit einem Werteverständnis zu tun hat. Denn wir merken ja gegenwärtig, ein Beispiel noch, dass beispielsweise auch die AKP-Anhänger von Erdogan, die hier geboren und aufgewachsen sind, in einem perfekten Deutsch und top gebildet sind, nicht bei uns angekommen sind. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie Gesetze brechen, sondern dass sie unsere Werte auch mit Füßen treten, finde ich. Also wenn bestimmte Herrschaften der AKP in der Schweiz oder in Deutschland eine Vorstellung haben von der Rolle der Frau, wie mit der Frau umzugehen sei, dann fragt man sich natürlich, ist diese Haltung, diese Einstellung, sind das Aussagen von einer Werthaltung? Wenn das so wäre, dann würde wir eigentlich sagen müssen, dass Werte sich ungeheuer schnell ändern. In Deutschland war es noch bis 1957 so, dass die Frauen nicht über ihr persönliches Einkommen verfügen durften nach der Heirat. Das weiß ich. Das heißt also, innerhalb von 50 Jahren können sich Werte ändern. Das meinen wir doch gar nicht. Wir meinen ja ganz große Kontexte, lang anhalten, bis auf Paulus zurückreichende Vorstellungen von Freiheit und sowas ähnliches. Das heißt also gar nicht sozusagen die kurze Geschichte von sich ändernden Einstellungen. Und auch das trifft auf die muslimische Situation zu. Was wir heute erleben an Einstellungen, an reaktionären Einstellungen von muslimischen Männern, Frauen gegenüber, die so übel sind, dass man wirklich sagen kann, wo habt ihr euch das denn hergeholt? Dann fragt man sich, wo kommt denn diese Vorstellung her? Wir denken natürlich, das steht im Koran, weil wir projizieren quasi da so eine Rechtfertigung rein, die angeblich als Muslime produzieren müssten. Das muss schon im Koran stehen. Oder Sie ahnen ja gar nicht, wie viele Mails ich jeden Tag bekomme, wo mir erklärt wird, was im Koran steht, warum die Muslime so sind, wie sie sind. Das wird mir genauso erklärt. Und dann ist meine Reaktion darauf eigentlich nur die zu sagen, Muslime haben genauso wie Christen, wie Juden eine Geschichte, eine kurze Geschichte. Und innerhalb der letzten 60 Jahren hat sich so viel verändert in der muslimischen Welt, so fundamental verändert, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie Muslime vor 60, 70 Jahren gelebt haben oder gar vor 100 Jahren. Schauen Sie sich die Situation etwa der Frau in den späten 90er Jahren des 19. Jahrhunderts in Kairo oder in Damaskus oder in Istanbul an. Da würde man denken, mein Gott, die waren aber schon fleißig dabei. In Ägypten, im Osmanischen Reich, wurde den Frauen das Wahlrecht und das Erbrecht und das Einkommensrecht, das Verfügungsgewaltsrecht über die eigenen Lebenssituationen 1918 zugestanden. Das heißt also etwas, was in Deutschland erst 1957 entstand, beim Osmanischen Reich, im Osmanischen Reich 1918 schon gegeben. Wir haben es mit einer sehr kurzen Geschichte zu tun, und wir sollten diese kurze Geschichte beherzigen, auch unsere eigene, wie auch die der Muslime, und erst daran sehen, wie schnell sich heute Dinge verändern, und nicht in der Verlegenheit des Nichtwissens auf den Koran ausweichen und sagen, ja, in Sure 210 steht doch drin das. Und da kommt man nicht weiter, wenn man das tun, weil in muslimischen Familien die Erinnerung daran, wie die Großmutter gehandelt hat, immer noch gegeben ist.
Und von daher hat man eigentlich da das kurze Gedächtnis sehr viel präsenter, als wir es oft meinen. Ich würde gerne noch besser verstehen, warum wir immer so schnell in so einen Wertediskurs abgleiten, warum das so virulent ist. Und etwas, was mir da sehr gut gefallen hat, ist etwas, was Philipp Blom macht, der große deutsche Historiker. Philipp Blom sagt, es gibt im Grunde genommen zwei Träume, menschheitsgeschichtlich gesehen. Es gibt den aufgeklärten Traum, der Traum, der eher kalt ist, ein Traum, in dem wir Individuen sind mit sehr viel Freiheit, Menschen, die für sich selbst verantwortlich sind und die sich nicht beziehen können auf eine Transzendenz. Und es gibt den transzendentalen Traum, Menschen, die träumen von einem Jenseits, von einer größeren Idee, von einer absoluten Wahrheit. Man kann das unterschiedlich ausdeutschen. Und was passiert ist, wir werden konfrontiert durch die Migration beispielsweise, durch die Globalisierung, mit wiederum transzendentalen Träumen. Und was machen wir? Wir hauchen unserem nackten, kalten, aufgeklärten Traum wieder Transzendentes ein und machen plötzlich Wertediskurse auf, weil wir gerne auch sowas hätten. Also er sagt, eigentlich sind wir fast vielleicht so etwas wie ein bisschen eifersüchtig. Wir hätten gerne auch eine Überhöhung unserer Werte. Ich weiß nicht, können Sie mit dieser Idee irgendetwas anfangen? Ich habe das immer faszinierend gefunden, dass wir vielleicht auch aus einem Neid heraus plötzlich so sehr auf unsere Werte pochen. Also ich kann das nicht nachvollziehen, denn ich möchte es mal konkretisieren, auch an den Kämpfen im IS-Gebiet, wo beispielsweise IS-Kämpfer ins Paradies kommen, wenn sie sterben, denken sie, und 72 Jungfrauen bekommen und dass das erst dann sozusagen verhindert wird, wenn sie von einer Frau erschossen werden. Und da muss ich zum Beispiel an die kurdischen Peschmerga denken. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich dankbar dafür, dass mein Leben dem Diesseits gilt. Und das hat auch was mit meiner Religion zu tun. Denn im Gegensatz zu den abrahamitischen Religionen geht es bei uns eben nicht um Strafe und Gnade, sondern wir sind für unser Leben selber verantwortlich. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir als Teufelsanbeter bezeichnet werden, als Ungläubige, als Heretiker, weil unser Engel es gewagt hat, das gottgegebene Wort zu hinterfragen. Und das ist doch eigentlich auch das große Dilemma, in dem wir uns befinden, dass wir auf Menschen treffen, denen das Jenseits wichtiger ist. Also auch der Tod sozusagen, der viel leichtfertiger in Kauf genommen wird. Und das macht uns doch so machtlos, die sozusagen, die im Diesseits auch hängen und an ihrem Leben hängen, dass sie gar nicht in der Lage sind, sozusagen dem Herr zu werden. Und das ist jetzt in dem Sinne nichts, was ich beneide, sondern etwas, vor dem ich mir Sorgen mache, muss ich ganz konkret mal sagen. Denn ich will nochmal darauf zurückkommen. Das Problem ist natürlich nicht der Islam. Das Problem ist aber, dass diese Männer, die sich auf den Weg machen, zum IS beispielsweise, sich für fromme Muslime halten. Und ich glaube, diesbezüglich bräuchte es schon ein etwas größeres Echo. Ich sage immer, es geht nicht nur darum, dass unsere jesidischen Frauen vergewaltigt werden, sondern auch diese Religion vergewaltigt wird. Und die Frage ist, warum begehren die Muslime nicht auf? Und eine Erklärung für mich ist, dass sie auch Angst haben. Und ich sogar bei Theologen merke, wissenschaftlichen Theologen, dass sie unter ihrer eigenen Volksfrömmigkeit leiden. Sie haben das vorhin so schön beschrieben auch, dass man die Menschen in den Kontext einordnen muss. Und bei diesen Menschen ist es auch so. Wir dürfen nicht vergessen, was das für ein Gefühl ist, wenn man dann eben auch an Allah glaubt und dass man eben kollektivistisch geprägt ist und eben nicht individuell. Und das ist selbstverständlich auch eine Herausforderung. Und deswegen, um Ihre Frage zu beantworten, ich bin nicht neidisch, denn ich habe ein Leben lang gekämpft dafür, dieses kollektivistisch-transzendale zu verlassen. Ich glaube, jetzt haben wir uns nicht ganz richtig verstanden. Mein Punkt war vielmehr, dass sozusagen das Glauben ans Grundrecht und der Glauben daran, dass Regeln des Zusammenlebens ausreichen, um diese Art von, sagen wir mal, religiösem Missbrauch zu unterbinden, das reicht uns nicht aus. Deswegen beginnen wir von Werten zu sprechen. Deswegen beginnen wir plötzlich auch in der Schweiz ja zu sagen, wir müssen wieder einen Diskurs über christliche Werte führen. Ich glaube schon, dass da sich auch eine Sehnsucht drin verbindet. Und da liegt eine große, große Gefahr. Ja. Wie der Amin Maalouf es geschrieben hat, also wenn unsere Identität aus äußeren Zeichen besteht, dann ist es, weil es nichts in uns drinnen hat. Und diese Werte, die nur aus äußeren Zeichen bestehen, um sich zu definieren oder delimitieren, abgrenzen von einem anderen, das sind mörderische Identitäten. Und das ist wirklich eine sehr gefährliche Tendenz heutzutage. Das sieht man im Christentum auch mit den Leuten, die Tattoos haben, mit Kreuz und so weiter, die nichts wahrscheinlich
wahrscheinlich zu tun haben mit einer inneren spirituellen Erfahrung, aber sie definieren sich mit äußerlichen Zeichen als Christen gegenüber diesen Muslimen, die sind die Ausländer, die sind die Gefährlichen, und dementsprechend definieren sie sich neu eine äußere Identität, die genauso mörderisch ist als die andere Identität. Und zudem würde ich sagen, dass wir eigentlich stolz darauf sein sollten, dass wir in einer Welt leben, wo wir uns auf Regeln demokratisch geeinigt haben. Wir haben uns geeinigt darauf. Jetzt bin ich sozusagen wirklich sehr Rousseau. Ne? oder ein bisschen Hobbes-Rousseau-Mischung. Und wir haben uns darauf geeinigt und wir haben erkannt, dass diese Regeln für uns nützlich sind, dass sie für uns sinnvoll sind. Das heißt, ich brauche keine Rechtfertigung über etwas Transzendentes, um zu sagen, dass Freiheit oder Friedlichkeit, Toleranz oder so etwas für uns untereinander eine Art von nützlicher Ordnung darstellt. Die braucht keine Korrespondenz in einer Wahrheit, jenseits von dem, was hier ist. Sondern ich sage einfach, die historische Erfahrung, die wir machen, dass in den letzten 60, 70 Jahren es zumindest hier in Zentraleuropa gelungen ist, einigermaßen in einer Friedensordnung zu leben, hat was mit den letzten 60, 70 Jahren zu tun und nichts mit einer transzendenten, göttlichen oder wie auch immer gestalteten Wahrheit. Ihnen völlig recht, nur Rousseau ist doch gerade ein nicht so gutes Beispiel mit seiner Zivilreligion. Also gerade Rousseau hat ja gesagt, die Menschen brauchen noch etwas. Man könnte mit Marx sagen, das Volk braucht noch ein bisschen Opium, das war nicht so bei ihm, aber man braucht etwas jenseits der nackten Regeln. Aber vielleicht hatte Rousseau ja nicht recht. Aber ich würde gerne zum Schluss Ihnen auch noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, wenn Sie Fragen haben. Ansonsten haben wir, glaube ich, noch ganz viel zu diskutieren hier. Aber wenn Sie Fragen haben, sind Sie herzlich eingeladen, Ihre Fragen auch noch einzubringen. Ich sehe jemanden. Ich sehe jemanden. Können Sie bitte die jesidische Religion vielleicht nur in ganz kurzen Sätzen kurz besprechen? Ich glaube, das ist vielen vielleicht fremd, was das ist. Gerne. Sofort? Ja, okay. Gerne. Ja. Das Jesidentum ist eines der ältesten Religionen des mittleren Vorderen Orients und geht bis 4000 Jahre vor Christus zurück. Es ist eine monotheistische Religion, also auch wir haben einen Gott. Und diesem Gott sind sieben Engel untergeordnet. Und der wichtigste Engel ist der Melekitaus in Form eines Faunvogels. Der Vogel steht ja in vielen Religionen als das Göttliche und das Irdische, also quasi so ein Zwischending. Und dieser Engel V war derjenige, der Gott widersprochen hat. Und deswegen wurden wir dann als Teufelsanbeter bezeichnet, denn der Einzige, der Gott widerspricht, sozusagen aus der Sicht der abrahamitischen Religion zu der Zeit, war jemand, der Teufel sein muss. Und wir sagen, dass alle Kurden mal Jesiden waren, aber mittlerweile sind nur noch 1% der Kurden Jesiden. Also wir begreifen uns als den letzten festen Kern, der im Grunde genommen standgehalten hat. Also dieser Völkermord, der uns quasi trügerisch bekannt gemacht hat durch den IS 2014 und die Bilder in Sinjar, ist etwas, was uns begleitet. Deswegen ist unsere Leidensgeschichte auch nicht losgelöst zu verstehen von der jüdischen Leidensgeschichte. Das ist das 72. Massaker. 72 deswegen, weil es eine mythische Zahl ist. Wir haben bis zu 58 nachzählen können, mehr nicht. Und das steht sozusagen für das Fortwährende, Weiterzählende. Und die Jesiden, wir sind jetzt ungefähr noch 1 Million und 500.000 davon sind in der Diaspora und 500.000 auf der Flucht. Das ist sozusagen die gegenwärtige Situation der Jesiden und sie wurden eigentlich schon immer auch vertrieben. Also in den letzten 8 Jahrhunderten hatten sie eigentlich immer zu leiden und waren abhängig auch von Muslimen, die sie beschützen oder Muslime, die sie töten. Aber sie waren sozusagen nie auf sich gestellt. Und es handelt sich bei der Religion um eine apolisierte Religion, weil die Jesiden eigentlich bis vor 50 Jahren noch ums Überleben kämpfen mussten und erst durch die Diaspora die Möglichkeit hatten, an Bildung zu partizipieren. Und das ist auch der Grund, warum die Welt jetzt überhaupt erfährt von uns Jesiden. Der einzige Grund ist, dass Jesiden mittlerweile in der Diaspora leben, die darauf hingewiesen haben, als Watchdogs in Anführungsstrichen. Vorher konnte man Jesiden umbringen und man konnte weitergehen. Es ist nichts passiert. Und so haben Jesiden im Grunde genommen ihr Dasein gefristet. Deswegen haben sie auch immer verzichtet auf Bildung, denn Bildung ging mit Islamisierung einher.
Und dann ist man lieber zu Hause geblieben. Also auch die Analphabetenrate ist sehr ausgeprägt. Meine Mutter selber kann auch nicht lesen und schreiben. Und das hat auch was damit zu tun, dass man Angst hatte und einfach irgendwie überleben wollte. Ich habe eine Frage an Herrn Schulze. Ich fand es sehr spannend, die Diskussion zwischen Werten und Regeln. Was sind denn Werte? Das ist mir nicht ganz klar geworden. Werte sind, also ich bin da sehr orientiert an dem französischen Soziologen Durkheim. Ich mag ihn an dem Punkt sehr. Und nenne das auch das Ganze immer schön die Durkheimische Ordnung. Und in dieser Ordnung leben wir heute. Und für Durkheim ist völlig ersichtlich, dass alles, was wir an sozialen Regeln haben, alle Regeln, in denen wir leben, so etwas wie eine moralische Rechtfertigung brauchen. Eine Begründung, warum sie gut ist. Nicht nützlich allein, sondern auch, dass es darüber hinaus so etwas wie eine Abstammung dieser Regel gibt, die diese Regel gut macht. Und Regeln funktionieren nach Durkheim nur, wenn sie auch gleichzeitig mit so einer moralischen Qualität ausgestaltet sind, wenn es also ein Spiel gibt zwischen Regel und Norm. Zwischen Regel und Wert. Und wenn wir heute über Integration sprechen, sprechen wir ja meistens über die adäquate Integration in die Normenordnung, die wir haben in der Gesellschaft und nicht in die Werteordnung. Und für Durkheim war völlig klar, es gibt immer nur eine Integration in die Normenordnung. Es kann keine Integration in die Werteordnung geben, sondern weil die Werte immer entweder gruppenspezifisch sind oder subjektiv sind oder sehr individuell sind oder sehr religiös sind oder sehr atheistisch sind, sehr philosophisch sind, politisch sind oder was auch immer, kann es nie eine Ordnung geben, eine Werteordnung geben, in der eine Integration erfolgt, sondern immer nur eine Normenordnung, die sich dadurch rechtfertigt, dass sie ganz eine Pluralität von Werten hat. So ist Durkheim. Ja, mein Name ist Ulrich Sterli, ich bin Mitglied des Bernischen Großen Rates und damit kommen wir in die aktuelle Situation. Es gibt eine Partei im Kanton Bern, die größte Partei, die schiebt dauernd die Wertediskussion an, auch in der öffentlichen Debatte. Und sie warnt immer vor der drohenden Islamisierung. Und mich würde eigentlich interessieren von Herrn Professor Schulze, was soll man in dieser Situation, es spitzt sich immer auf den gleichen Punkt zu, was soll man da sagen, wenn man diese Gefahr weniger groß sieht? Oder es kommt immer darauf heraus, dass es gesagt wird, die Leute vermehren sich viel mehr als die Eidgenossen, die gebürtigen Schweizer, die schon seit 1000 Jahren da sind. Und wir werden mit der Zeit, werden wir auch religiös entfremdet durch das. Was sagen Sie dazu? Ich kenne diese Diskussion natürlich schon ein wenig. Und ich stehe immer wieder vor einem Block und komme eigentlich durch diesen Block nicht durch. Weil dort eine Grundannahme besteht und die Grundannahme heißt, dass diese Fremden unsere Werte nicht teilen. Und das ist etwas, was man kaum durchbrechen kann. Selbst durch irgendeine Vorlesung über Durkheim kommt man da nicht weiter. Was man aber sagen müsste, eigentlich ist, von einem Konsens auszugehen, den Sie auch angesprochen haben, den Sie auch quasi verkörpern, auch mit Ihrem Buch nochmal zum Ausdruck bringen. Nämlich der Konsens ist, dass wir mit Zähnen und Klauen den Erfolg der bürgerlichen Ordnung verteidigen müssen. Das ist gelungen. In den letzten 70 Jahren ist diese Ordnung gelungen. Nicht seit 100 oder 200 Jahren. In den letzten 70 Jahren ist sie gelungen. Bisher. Und die verteidigen wir jetzt. Und jetzt fragen wir danach, was ist die beste Verteidigungsstrategie? Die beste Verteidigungsstrategie besteht darin, sicherzustellen, dass der größte Teil der Bevölkerung der Ordnung, in der wir leben, zustimmt. Und zwar der Bevölkerung. Aber auch, das betrifft jetzt nicht allein die Einwanderer, das betrifft auch unsere Jugend. Inwiefern sie noch der Ordnung zustimmt, in der wir leben. Denken Sie an das, was so in Bern so manchmal passiert. Wir haben einen Zustimmungsbedarf in dieser Gesellschaft hier. Und was die politischen Parteien und diese maßgebliche Partei, von der Sie gerade sprachen, anbetrifft, ist, sie zerstört diesen Zustimmungsbedarf. Sie sagt, dass ein bestimmter Teil der Bevölkerung nicht zustimmungsberechtigt sei. Und das, glaube ich, zerstört den Konsens unserer zivilen bürgerlichen Ordnung, wenn wir einen Teil der Bevölkerung aus diesem zustimmungsberechtigten Zustand ausschließen.
Und hier müssen eigentlich eher die Leute hineingeholt werden. Und die Medien spielen da eine ganz große Rolle. Was machen die Medien? Sie zeigen uns immer wieder auch, dass unter den Menschen, die hierher kommen, wenn sie gerade Muslime sind, viele sind, die nicht zustimmen. Dann kann man ein bisschen auch in eine Situation geraten, wo es eine Schweizerin oder einen Schweizer trifft, die zum Islam konvertiert sind, die nicht zustimmen. Und wenn die dann noch vom deutschen Fernsehen porträtiert werden und dargestellt werden, dass sie besonders die schweizerische Situation repräsentieren, dann kommen wir in ein wirkliches Problem, in ein Informationsproblem, das dann nicht mehr sicherstellt, dass wir tatsächlich diese Zustimmung politisch erreichen. Aber eigentlich sollte der Konsens der politischen Parteien darin bestehen, zu sagen, wir wollen, unabhängig von der Art, wie wir hier zusammenleben, die größtmögliche Zustimmung erreichen. Ich kann Ihnen Länder nennen, wo die Zustimmungsquote, in einer Gesellschaft zu leben, unter 40% gesunken ist, der Bevölkerung, die dort lebt. Das sind Länder wie Syrien, Irak, Somalia, Afghanistan und was auch immer. Hier in der Schweiz haben wir eine Zustimmungsquote von etwa 85%. Und das sind nicht die Ausländer, die diese 15% ausmachen. Das sind Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Gefügen. Das heißt, also das wäre meine einzige Option, die ich hätte zu sagen, ist, wir haben ein gemeinsames Interesse auch mit bestimmten anderen politischen Parteien. Das besteht darin, die Zustimmung der Bevölkerung zu unserer bürgerlichen Ordnung so stabil wie möglich herzubringen. Und dazu gehört, auf bestimmte Reden zu verzichten. Und das weiß nicht, ob die Herrschaften das dann täten. Friedrich der Große soll einmal gesagt haben, es solle jedermann nach seiner Fasson selig werden. Ist es jetzt, ich möchte da noch eine Antwort dazu haben, ist es eben eher eine Gleichgültigkeit alles Religiösen gegenüber oder hatte das auch einen politischen Zweck? Immerhin hat er auch verschiedene Kriege geführt. Ich weiß nicht, was dazu sagen. Also. Aber eine gelehrte Vermutung haben Sie doch bestimmt. Ich glaube nicht, dass es eine, wie sagt man, eine Indifferenz, eine Gleichgültigkeit gegenüber der Religion ist. Aber weil das ist, es gab immer Leute, die Religion bezweifelt haben oder die Existenz von Gott, auch im 16. Jahrhundert. Aber ich kenne jetzt dieses Zitat nicht und ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang es ausgesprochen ist. Ich würde nur Dummheiten sagen, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Kommt ja aus der Beheimatung der Hugenotten. Mhm. Und wo also Hugenotten, Friedrich der Große, ja, genau. Ja. Genau. Ludwig der Große oder Friedrich. Friedrich Rex. Weiß es nicht. Ja. Im Moment keine Fragen mehr. Wir sind fast bei der Zeit, aber. Eine Klarstellung. Sie haben die Menschenrechte angesprochen, so selbstverständlich. Und ich merke immer wieder, dass eben Menschenrechte, wenn wir das so sagen, meinen wir die Menschenrechte der UNO von 1948. Aber das ist ja nicht immer allen Leuten so ganz klar und bekannt. Wir kennen die Kairo-Verordnung, also die Kairo-Deklarationen von 45 muslimischen Staaten, die ihre eigene islamischen Menschenrechte deklariert haben, auch immer noch in der UNO sind, aber eigentlich diese Werte, wie ich letztens in einer Menschenrechtsveranstaltung unter anderem auch mit Bielefeld
von der Menschenrechtsvertreter der UNO, der gesagt haben, die haben alle Schluckbeschwerden und hat da nicht nur diese 45 Staaten gemeint, sondern auch noch weitere. Kann man das nicht immer ganz klar... Der Vorteil der UNO-Deklaration ist, dass sie eine UNO-Deklaration ist. Die heißt nicht christlicher Katalog der Menschenrechte oder jüdischer Katalog der Menschenrechte oder islamischer Katalog der Menschenrechte. Das ist genau das Privileg dieses Kataloges, dass er darauf verzichtet zu sagen, wodurch er sich begründet, außer die einzige Begründung ist die Humanität selbst, das Menschsein. Der Mensch hat ein Anrecht auf diese Rechte, unabhängig davon, welcher Tradition er angehört. Und der Fehler der Kairina-Erklärung von 1982 oder der Europäischen Islamischen Menschenrechtserklärung aus Straßburg oder ähnlicher Dokumente, die auch in anderen religiösen Kontexten geschrieben worden sind, besteht darin, den Geltungsanspruch auf Menschenrechte in eine bestimmte einzige religiöse Tradition einzuschreiben und sagen, bei uns Muslimen läuft das alles ganz anders. Bei uns Christen läuft das anders. Das ist, glaube ich, das widerspricht der Idee der Menschenrechte. Und ich habe das auch immer wieder auch mit den Protagonisten dieser Kairiner Menschenrechtserklärung diskutiert. Da habe ich gesagt, was ihr da macht, ist Anti-Menschenrechtspolitik. Weil ihr sozusagen den Menschenrechten einen einzigen Bedeutungszusammenhang, einen Sinn zuweist, der für die Muslime gelte und für die Christen oder für die Jesiden nicht. Und das ist absurd. Das widerspricht der Idee der Menschenrechte. Und die meisten Menschenrechtsanwälte, auch in Tunesien, die jetzt da den Friedensnobelpreis bekommen haben, die akzeptieren natürlich diese Position und sagen, es gibt keine islamischen Menschenrechte. Es gibt sie nicht. Es gibt nur die Möglichkeit zu sagen, das, was in der UNO-Menschenrechtserklärung steht, nach den grauenhaften Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges von einem großen Teil der Weltbevölkerung quasi geteilt, nehmen wir mal so an, lässt sich auch in der Idee bis auf den Koran zurückverfolgen. Aber es lässt sich kein separater Katalog von Menschenrechten definieren. Zum Beispiel zu sagen, die Frauen und die Männer haben gleiche Rechte, aber beides vollzieht sich nur im Rahmen der Scharia. Da würde man sagen, ja, was ist das denn? Ne? Das sind natürlich keine Menschenrechte, wenn das so definiert wird. Und das weiß jeder. Und selbst in Riad 1975, als die erste Menschenrechtskonferenz in Saudi-Arabien stattgefunden hat, war den Juristen völlig klar, was sie da tun, ist ein völlig absurdes Unterfangen. Und man sollte es auch so sehen. Da könnten wir jetzt, glaube ich, 2 Stunden weiter diskutieren, weil man natürlich zum Beispiel anfügen könnte, ich bin absolut Ihrer Meinung, aber man könnte zum Beispiel anfügen, dass die Menschenrechtsidee natürlich nicht auf einem naturalistischen Menschenbild beruht, sondern auf einem wertgeladenen Menschenbild, was zum Beispiel einhergeht mit der Gleichheit von Mann und Frau. Und insofern ist die Menschenrechtsidee nicht wertneutral. Aber da beginnt es dann schon wieder, glaube ich, dann wird es dann wieder unglaublich schwierig. Ja. Ich glaube, wir sollten hier schließen. Mir wurde gesagt, ich soll pünktlich sein wegen Zügen und der Hitze und so weiter. Ich würde gerne schließen mit Henry James. Oh ja. Immer wunderbar, dreierlei ist wichtig im Leben. Erstens Toleranz, zweitens Toleranz, drittens Toleranz. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich darf Ihnen noch ein Präsent überreichen im Namen des SEK. Hier ist die Tüte. Mir wurde gesagt, es gibt hier Schokolade und Münzen. Luthermünzen, glaube ich. Nein, Reformationsmünzen. Entschuldigung, das ist natürlich jetzt ein totaler Fauxpas meinerseits. Das liegt an der Sonne hier. Das erhalten Sie und Sie erhalten einen riesengroßen Applaus. Sie waren fantastische Gäste. Vielen, vielen Dank. Ja, und Ihnen allen meinerseits einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank fürs Interesse und ich übergebe gerne Ihnen. Ich habe gar nicht mehr viel zu sagen. Ich möchte danken von Seiten des Politforums und Sie ganz alle herzlich einladen zum Apero im 2. Stock. Da gibt es sicher wieder ein paar Gründe, über eine Wertediskussion oder über die Regeln zu diskutieren. Sie sind alle herzlich eingeladen.